Hallihallo und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal haben wir endlich das mit diesem blöden Glücksrad geschafft und sind zum Magier gegangen und wurden da als Zauberlehrling aufgenommen. Jetzt sind wir offiziell Zauberlehrling und wir müssen 3 Prüfungen ablegen, damit wir unser Magierdiplom bekommen. Und zwar müssen wir, einen Trank brauen, ein magisches Artefakt besorgen und einen Zauber vorführen oder sowas. Und da fragen wir jetzt den Magier mal genau, wie das geht. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? So, fangen wir mit dem Brauen von Tränken an. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst. Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Ah, okay. Gut, und was für einen Trank soll man da machen? Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich. Das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159 Liter Fässern industriell abgefüllt. Ja, toll. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Ah, okay. So, jetzt, wenn wir schon hier sind, fragen wir das andere auch mal. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Das ist ja interessant. Okay, wie war das für... was war das? Ja genau, was war das für ein Artefakt? Jetzt verstehe ich das erst. Okay. Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Oh, tatsächlich? Okay, gut. Was für Trank? Was mit dem Spiegel und dem Artefakt? Okay. Und was für einen Zauber soll er vorführen? Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. In ein Schaf? Ja, das war ja klar. Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Da
Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Okay, ja, das kann ja noch heiter werden. Gut, dann lernen wir mal ich weiter. Ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, und, kleiner Schüler. Ja, und gucken wir uns mal im Bücherregal um nach einem Rezept. Rezeptbuch, Rezeptbuch. Theorie der magischen Verteidigung. Runenübersetzung für Fortgeschrittene. Ah, hier. Zaubertränke und Zauberbräue. Okay, jetzt haben wir ein Buch. Es ist eine Mappe mit vielen losen Blättern. Auf den meisten stehen mit der Hand geschriebene Rezepte. Einige sind aber auch aus Zeitschriften ausgeschnitten. Das hier sieht nicht schlecht aus. Das Stärkungselixier. Schritt für Schritt die Anleitung für Anfänger. Stärkungselixiere sorgen für übermenschliche Stärke und steigern das Selbstbewusstsein. Das nehme ich. Ja, das gefällt mir auch. Okay, das Buch. Aha, er steckt sie denn in den Schrank. Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Okay. Verleiht übermenschliche Stärke und steigert das Selbstbewusstsein. Rote Schweißachserln. Okay, Geisterpilze. Hirschkäfer, Geweih, Pulver, Pfefferminze, Schimmelschleimextrakt, Knochenwürmer, asthmatische Speckmaden und eine Kristallfiole. So, ich glaube, den Schleim haben wir schon. Den Schimmelschleimextrakt. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Ach, da ist das Rezept jetzt hier. Okay. Ja, was ist das jetzt hier? Das ist saftiger, schimmeliger Schleim. Aber kein Extrakt. Mhm. Okay, alles andere sagt mir nichts. Wo hier kriegen wir das jetzt Zutaten her? Die Zutaten und die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man den Trank mixen soll. Am besten kümmere ich mich als erstes um die Zutaten. Ja, okay. Dann gehen wir doch mal zum Rattenkönig. Vielleicht weiß der Rat. Oder wir könnten den Händler noch mal fragen, ob der was hat. Oh, Moment mal. Du hast mich rufen lassen, Mutter? Ein Buch. Der Aufbewahrungsort steht in einem Buch. Es ist verloren. Die verfluchte Elfe wird es haben. Aha, okay. Kamen sie wohl davon? Und ein Ring. Ein Ring wurde zum Erzmagier geschickt. Verdammt, wer hat ihn? Nur ein Gnom. Meine Spione sagen, er ist schon in der Stadt. Aber er wurde noch nicht zum Erzmagier vorgelassen. Wir müssen ihn aufhalten. Bevor der Alte etwas davon erfährt. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Der Gnom wird den Erzmagier nie erreichen, aber ich brauche deine Hilfe, Mutter. Zur gleichen Zeit in Seefels. Aha, okay. Jetzt können wir hier weitermachen. Ich dachte, es ging jetzt mit der Elfe weiter, aber na gut, jetzt sind wir doch wieder hier. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? So, eine Belohnung aussuchen? Ja, das ist doch nicht verkehrt. Ich möchte meine Belohnung abholen. So, wie können Sie sich mit Zaubersprüchen aus? Haben Sie ein mächtiges magisches Artefakt im Angebot? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich frage mal nach den Zutaten. Ich suche einige Zutaten für einen Zaubertrank. Haben Sie so etwas? Nee, ich verkaufe nur fertige Tränke. Dieses ganze Krabbelgetier, die Eiteressenzen und Giftpflanzen sind nichts für mich. Okay, dann fragen wir ihn nach den Zaubersprüchen. Ich muss einen Zauberspruch lernen. Haben Sie etwas, das mir dabei helfen könnte? Sicher? Irgendwo muss ich noch eine Tüte Scharfsinn haben. Also nicht? Voll gemein. Nein, ich verkaufe Sachen, keine Talente.
Okay, dann vielleicht ein magisches Artefakt. Das ist immerhin eine Sache. Ein mächtiges magisches Artefakt. Haben Sie so etwas auf Lager? Na sicher. Was soll es denn sein? Ein Jungbrunnen? Ein Schwert, das einen unbesiegbar macht? Oder vielleicht die Gans, die goldene Eier legt? Was hätten wir denn gerne? Ich hätte gerne das Schwert. Ich glaube, ich wähle das Schwert. Solch eine gefährliche Waffe darf nicht in falsche Hände geraten. Veräppeln kann ich mich selbst. Ganz gewiss. Soll das heißen, Sie haben gar kein mächtiges magisches Artefakt? Du bist nicht viel unter Leuten, oder? Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Okay, das war wohl nix. Hätte ich mir auch gleich denken können. Wir fragen jetzt mal hier nochmal nach, hier beim Rattenkönig. Ha, das Baguette. Ich habe ja heute auch so eins gemacht, allerdings ohne Zwiebel. Und da sehe ich aber auch noch Soße da drin. Oh, die habe ich natürlich nicht da drin gehabt. Dann muss ich das morgen machen. Okay, morgen also eine Soße kaufen für das Baguette. Lecker. Also eine Hälfte habe ich ja noch. So, also wir fragen jetzt ihn mal. Ich habe das Schnittmuster und den Stab gefunden. Vielen Dank dafür. Gern geschehen, Wilbur. Sag Bescheid, wenn du wieder etwas brauchst. So, ja, ich bräuchte noch was. Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? So, ich muss einen Trank brauen. Genau, fangen wir damit wieder an. Eine meiner Diplomprüfungen besteht darin, einen Trank zu brauen. Sag nichts. Dir fehlen noch Zutaten? So ist es. Die Zutaten für diese Tränke sind das Letzte. Man fragt sich jedes Mal, wie zum Teufel jemand darauf gekommen ist, Drachenpopel oder Haare vom Hintern eines Waschbären in einen Trank zu mixen. Was brauchst du denn alles? Hier, sehen Sie selbst. Mit den meisten kann ich leider nicht dienen. Aber das da, Hirschkäfergeweihe, davon hat Onkel Alfredo welche an der Wand hängen. Ich frag ihn mal, ob er ein paar herausrückt. Können Sie mir die beiden Sachen besorgen? Das würde mir schon sehr helfen. Kein Problem. Ich hänge wieder die Fahne vor den Eingang, sobald wir alles haben. Okay, das ist gut. Und dann, wenn wir schon hier sind, fragen wir auch gleich weiter mit dem Zauber. Ja, genau. Könnt ihr mir dabei helfen, einen Zauber für meine Prüfung zu lernen? Ich fürchte, niemand von uns ist Magier. Dann muss ich mir etwas anderes einfallen lassen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Und hier wird es wahrscheinlich auch nichts geben, aber wir versuchen es mal. Ich brauche ein mächtiges, magisches Artefakt. Können Sie so etwas besorgen? Das liegt leider außerhalb unserer Möglichkeiten. Solche Artefakte sind sehr, sehr selten. Und soweit ich weiß, gibt es keine mehr in der Stadt. Außer die des Erzmagiers, natürlich. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Oh, das kann man betrachten. Dann tun wir das doch mal. Das nenne ich mal ein großes Sandwich. Der König und die anderen Ratten können sich daran richtig satt essen. Ja, ich habe mich an meinem auch satt gegessen, aber morgen gibt es die andere Hälfte. Jetzt gehen wir wieder raus. Oh, da waren aber diese... Oh, Moment mal. Ich will da nochmal rein. Vielleicht kann man diese Viecher da jetzt mitnehmen. Hier, da. Davon haben wir ja schon was, aber nö. Nee, das geht leider nicht. Schade. Ja, was machen wir denn jetzt? Kann man jetzt da in den Sumpf gehen? Oh ja, da kann man jetzt hingehen. Ah, das ist gut. Ja, dann müssen wir da mal hin, weil wir dann da was finden werden. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir erst in der nächsten Folge machen werden. Jetzt gucken wir nochmal schnell zu dem Wächter. Aber der wird sich wahrscheinlich nichts tun. Oder doch? Hallo, Herr Schildträger. Ach, er ist ja jetzt die Hallo, Blumen Herr hier. Unterberg. Was wollen Sie? So, ich bin Meister Markus' bester Schüler. Ich bin jetzt ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein Bester. Toll. Komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Naja, also ich stimme da eher der Stadtwache zu. So, okay, dann gehen wir wieder. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Wie doof der immer lacht. So, da mit den Beeren, das wäre vielleicht was für den Zaubertrank, aber nö. Was war das? Geh hinauf in die Oberstadt. Ja, das können wir ja noch nicht. Okay. Wir könnten mal in der Küche nachsehen bei dem Magier, ob da was
Interessantes ist. Ah, oh, da hängt ja die weiße Fahne. Oh, Moment, Moment, Moment. Zurück. Mal sehen. Das sind einige Hirschkäfergeweihe. Was für ein Glück, dass Onkel Alfred welche an der Wand hatte. Hirschkäfer haben nämlich gar keine Geweihe. Stimmt, die haben Zangen. So, da sind sie ja. Mhm, okay. So, damit kann man jetzt irgendwie noch nichts machen. Okay, wir sind dennoch mal in der Küche danach. Vielleicht können wir bei dem Schausteller auch noch irgendwie was kriegen. So, gehen wir mal dahin. Untersuche die Behälter. Mit Trankzubehör. Ja, dann machen wir das doch mal. Auf einigen der Gefäße kleben kleine Zettel, an anderen nicht. Hoffentlich finde ich die meisten der benötigten Zutaten hier und muss sie nicht draußen suchen. Ja, das hoffe ich auch. So, betrachte den Tontopf. Ist das alles da? Hier den Kochtopf. Ja, okay. Die Presse, die kleinen, was das kleine Kästchen. Und da noch die Fiole. Okay, nehmen wir einfach mal die Fiole. Ich brauche nur einen Trank, also nehme ich auch nur eine Fiole mit. Okay, jetzt haben wir eine Fiole. Da ist sie ja. Eine kleine Kristallfiole mit einem Korb. Genau. Sobald ich den Trank fertig habe, kann ich ihn in die Fiole abfüllen. Ja, okay, das ist schon mal gut. Das sind Geweihe von Hirschkäfern. Mächtige Zwölfender. Aber ich brauche Hirschkäfergeweihpulver. Genau. Deswegen gehen wir da in die zur Presse. Eine Presse aus Holz. Damit kann man Früchte oder Ähnliches auspressen und erhält Saft oder Extrakt. Ah, okay. Wohl eher nicht so für das Geweihkäfer, Käfergeweih-Dingsmuster. Moment, hier so. Da und eine da. Presse aus Holz. Damit Nein. kann man. So, das hier. So, jetzt. Die Presse ist dafür nicht geeignet. Oh, die Geweihe okay. sind zu groß und vermutlich auch zu hart, um sie mit der Presse platt zu walzen. Okay. Dann betrachten wir den Tontopf. Pfefferminze? Hey, das brauche ich für meinen Trank. Nicht mehr ganz frisch. Aber sie müssen reichen. Ja, das sehe ich auch so. Da ist Pfefferminze. Und die könnte man jetzt hier da reinpacken. Nö, doch nicht. Oder da hinein? Nee, auch nicht. Und da und da. Nö, das geht alles nicht. Okay, da ist der Kochtopf. Müssen wir die in den Kochtopf schmeißen? Wir gucken uns den mal an. Ein großer Messingkochtopf. Innen klebt ein dicker, schwarzer Belag am Metall. Vermutlich wurde er schon lange nicht mehr gereinigt. Dann sollten wir den vielleicht vorher mal reinigen. Ich versuch's einige mal mit Blätter der... Moment. Einige Ach so, Blätter ja. Pfefferminze. Nicht mehr wirklich aromatisch, aber für den Trank wird es reichen. Hm. Okay. Und jetzt, da mal rein. Nö, das geht nicht. Okay, dann müssen wir das im Inventar behalten. Ah, ist das... Ja, das ist jetzt abgehakt hier. Kristallfiole. Dann, Hirschkäfer, Geweihpulver. Das haben wir auch bald. Und den Rest werden wir wahrscheinlich im Sumpf kriegen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Sumpf. Und das mit dem Spiegel, das machen wir dann ein andermal. Erstmal so der Reihe nach. Gehen wir mal raus. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hätte wahrscheinlich von hier drin auch schon... Naja, egal. So. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge in den Sumpf gehen und gucken, was uns da erwartet. Hoffentlich finden wir dann die Sachen, die wir brauchen. Nämlich, rote Schweißachseln. Geisterpilze, die haben wir schon, dann müssen wir nur noch klein machen. Schimmelschleimextrakt, da haben wir ja auch schon was. Vielleicht geht das hier irgendwie dann. Und Knochenwürmer und asthmatische Speckmaden. Aha, das hätten diese sein können da, aber ich weiß nicht. Aber wir könnten jetzt noch mal schnell... Oh, da hängt ja wieder was. Okay. Ja, das ist mal gut. Sehen. Ich wollte gerade vorschlagen, ihn noch mal zu fragen. Er ist nicht drin. Ach so. Ich lege die Fahne in den Eingang. Ja, genau. Schon hilfreich, wenn man Verbündete hat, die sich in der Stadt gut auskennen. Ja, okay, aber die Fahne hat jetzt doch... Oh, doch, er hat sie in den Eingang gelegt. Ich will aber jetzt nochmal reingehen und ihn fragen. Wahrscheinlich wird sich da nichts ergeben, aber na, egal. So, ich habe die Hirschkäfergeweihe gefunden. Danke dafür. Kein Problem. Onkel Alfredo hat die Geweihe gern abgegeben, nachdem er erfahren hat, dass sie für deine Ausbildung sind. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ja. Ich lasse okay. ihn weiter...
Nichts tun. Ja, gut. Und das da, das geht leider nicht. Ja, okay. So, also raus und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann in den Sumpf geht. Da freue ich mich schon drauf. So, also dann vielen Dank fürs Zuschauen hier bei The Book of Unwritten Tales, genau. The Book of Unwritten Tales. So, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.